CD-Projekt. Er hat tatsächlich CD-Projekt gekauft. Vielleicht wurde ihm die Aktie auf YouTube empfohlen. YouTube? Welcher YouTuber? Tenbecker! Oh! Tenbecker. Bist du wahnsinnig? So war das damals in Sparta. Hast du die falsche Aktie gekauft, bist du nicht mehr aufgestanden. Heute ist es natürlich viel besser, viel zivilisierter. Heute kaufst du die falsche Aktie und darfst bis in alle Ewigkeit hoffen. Willkommen zu einer kleinen Aktienanalyse bzw. zu einem kleinen Update zu CD Projekt. Hoffst du noch oder verkaufst du schon? CD Projekt fasziniert mich schon seit langem, bin aufmerksam geworden, kurz bevor Cyberpunk 2077 in die Buschen gekommen ist, habe die Aktie da zum ersten Mal analysiert, habe da so ein paar Begrifflichkeiten eingeführt, wie Zockeraktie, One-Trick-Pony und so, war etwas skeptisch, was Risiko-Chance-Verhältnis angeht und wie es dann weiterging, das wissen wir in der Zwischenzeit. Hier seht ihr den Chartverlauf. Und da ist die Werbung und hier geht's runter. Hier war nun mal eine tolle Möglichkeit, CD-Projekt abzuladen im Rahmen von dem kurzfristigen GameStop-Hype. Und jetzt geht's eben Richtung weiter nach unten. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich tobe mich gerne mit CD-Projekt aus. Es fasziniert mich, diese Aktie. Sie fasziniert mich fundamental, weil ich das als ein ganz interessantes Unternehmen betrachte, wo das Management relativ hohes Risiko eingegangen ist bis heute, aber auch stets belohnt worden ist. CD Projekt hat nach wie vor eine Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden Euro und CD Projekt ist ein Unternehmen mit einer super Bilanz. Also hier, die haben überhaupt kein Schuldenproblem. Und die haben einen AAA-Titel gemacht und sind jetzt halt am zweiten AAA-Titel. Da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Das ist auch genau das Stichwort, wie geht's weiter? Und keiner von uns hat eine Glaskugel. Was passiert denn jetzt momentan gerade? Eigentlich nichts. Beziehungsweise, wenn nichts passiert, passiert auch was. Denn bezüglich CD-Projekt, die Zeit läuft gegen CD-Projekt. Was meine ich damit? Schaut euch hier die Steam-Charts an von Cyberpunk 2077. Da seht ihr den Hype. 830.000 gleichzeitige Spieler. Das war das All-Time-Peak. Das war ganz am Anfang. Und von den 830.000 ist kaum noch was übrig geblieben auf Steam. Momentan sind wir hier bei 11.380. Aber der Tag ist noch jung. Also am Tag vorher waren es 17.000 noch was, aber auf jeden Fall deutlich weniger wie die 830.000. Und die Tendenz ist unverkennbar hier sinkend. Warum? Unter anderem deshalb, weil die Zeit nicht stehen bleibt hier, weil neue Spiele nachkommen. Und ihr kennt es sicherlich aus eigener Erfahrung, ihr könnt nur ein Spiel gleichzeitig spielen und eure Zeit ist ja auch irgendwo begrenzt. Hier zwei Überraschungshits, Valheim, Loop Hero hat am Anfang wahrscheinlich keiner auf dem Schirm, deshalb auch Überraschungshits, Counter-Strike, ein alter Bekannter, Grand Theft Auto 5, so geht es halt weiter. Und Cyberpunk ist, ich habe nachgezählt, dann hier unten kommen die auf Platz 19. Und das ist jetzt eben nicht der große Abverkauf, den wir brauchen, wenn wir jetzt auch im Geschäftsjahr 2021, die Zahlen zu 2020 sind noch nicht draußen, wenn wir auch für 2021 noch hohe Umsätze haben wollen, auch in den Folgejahren, denn ich erwähnte bereits den Begriff One-Trick-Pony, Witcher 3 läuft aus, GOG ist im Prinzip unbedeutend, diese Stream-Alternativ-Plattform, was die Umsätze angeht, da gibt es kaum Wachstum, relativ wenig und deshalb muss jetzt hier Cyberpunk 2077 noch in die Puschen kommen. Ansonsten sieht es halt übel aus. Und wovon hängt es jetzt ab, ob die noch in die Puschen kommen? Da gibt es mehrere Faktoren und ich nehme es voraus, es sollte nicht mehr allzu lange dauern, dann wird sich zeigen, in welche Richtung das Ganze geht. Also ich denke, in 1 bis 2 Monaten ist die Weichenstellung gemacht, das sehen wir dann klarer. Aber das Interessante, das Herausfordernde ist ja vorher die Sachen zu sagen, im Nachhinein weiß man ja schon alles. Und von diesen, ich habe es doch gewusst, oder diese Erklärvideos im Nachhinein, von denen gibt es ja genug. Deshalb
machen wir das Ganze proaktiv und dann gucken wir mal, was bei rauskam. Denken wir in Szenarien und gucken wir erstmal, bevor wir in Szenarien denken können, welche einzelnen Punkte bei CD-Projekt wichtig sind jetzt für die Zukunft. Da wäre zuerst mal dieser Patch 1.2, der verschoben worden ist, wegen dem Hack. Dieser Patch 1.2, der soll deutliche Verbesserungen bringen im Gameplay. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, damit das Spiel wieder im Sony Play Store verfügbar ist. Für die alten Konsolen, diese Last-Generation-Konsolen, wir hatten ja diese Vorbestellung gehabt, da war es ungefähr 4 von 10 Vorbestellungen, gingen auf die Konsolen, Microsoft- und Sony-Konsolen, und das ist ja jetzt ziemlich ausgetrocknet, weil die Konsolen mit dem Spiel nicht zurechtkamen, oder vielleicht soll ich es andersrum sagen, das Spiel kam nicht mit den Konsolen zurecht, das ist wohl etwas treffender ausgedrückt. Und wenn es jetzt wieder flüssiger läuft, dann könnten auch wieder die Verkäufe bei den Konsolen anziehen, und wir haben auch Performance-Updates möglicherweise für rechenschwache PCs. Das könnte in Summe schon zu steigenden Verkaufszahlen führen, insbesondere im Konsolenbereich. Bezüglich Konsolenbereich sollen im Jahr 2021 auch Updates für die Next-Generation-Konsolen kommen. Die sollen auch kostenlos sein. Das heißt, das könnte dann eher nochmal zusätzlich zu einem kleinen Boost führen, dass gleichzeitig mit der stärkeren Verbreitung der Next-Generation-Konsolen auch Cyberpunk 2077 mit auf den Einkaufszettel kommt. Dann hätten wir noch Downloadable Content, ebenfalls kostenlos, auch im Jahr 2021 vorgesehen, könnte das Spiel ebenfalls attraktiver machen. Wenn dieser Patch 1.2 aus Gameplay-Sicht erfolgreich ist, wenn also CD Projekt die Entwickler es tatsächlich schaffen, aus technischer Sicht das Kind zu schaukeln, dann kann man auch damit rechnen, dass das Unternehmen verstärkte Marketing-Anstrengungen wieder unternimmt. Das könnte, um den Abverkauf zusätzlich zu beschleunigen. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass wir weiterhin hohe Umsätze sehen, beziehungsweise dass in den Steam-Charts hier Cyberpunk 2077 wieder nach oben klettert. Das ist natürlich hier jetzt nur Windows, aber auch bei den Konsolen die Abverkäufe stärker werden würden. Dann hätten wir das Jahr drauf, das wäre also 2022. Da soll der Multiplayer kommen. Und das könnte ja für ein ganz neues Spielerlebnis sorgen und ebenfalls für erneute Abverkäufe bzw. neue Abverkaufswelle. Ebenfalls in 2022 soll diese Netflix-Serie kommen, die heißt Edge Runners, also Cyberpunk Edge Runners soll auf Netflix erscheinen. Ist allerdings meines Erachtens kein so großes Ding wie die Netflix-Serie The Witcher, ist halt in Anführungszeichen nur ein Anime. Und deshalb glaube ich, wird es auf kleinerer Enthusiasmusflamme köcheln. Nichtsdestotrotz könnte auch dazu führen, dass das Spiel wieder ein bisschen an Popularität gewinnt. Das ist ja der Fall gewesen hier bei The Witcher, als hier die Umsätze wieder nach oben gehen. Ihr seht es hier, das hatte insbesondere mit Netflix zu tun. Das war dann so ein kleines Revival vom Witcher. Apropos The Witcher, da war doch mal noch ein AAA-Artikel oder Spiel geplant hier irgendwo hinten raus. Ja, das wäre dann aber schon wirklich hinten raus. Da sehen wir schon gar nichts mehr jenseits dieser Klippe hier in der Zukunft. Im Jahr 2025 gibt es vielleicht einen neuen Witcher, ist alles noch so ein bisschen im Dunkeln, aber dann käme dann die Ablöse raus, sodass dann diese Wellenformation wieder Schwung aufnehmen könnte, dass es einen neuen Abverkauf gäbe, der eventuell noch höher wäre als der letzte bei Cyberpunk 2077. Das hört sich doch alles so gar nicht schlecht an erstmal, und tatsächlich gibt es auch Analysten, die dieses wunderschöne Unternehmen gecovert haben. Ich rede jetzt hier nicht von den Analysten, die besten Aktienanalysen Deutschlands schreiben, sondern von echten Analysten, in diesem Fall von VTB Capital oder Capital. Es sind nämlich Polen, und die gehen davon aus, die schätzen dann die abverkauften Einheiten, und das sind jetzt Enthusiasten, also glauben tatsächlich am Erfolg von CD Projekt, die meinen, dass Cyberpunk 2077 40 Millionen Einheiten zwischen 2020, das hatten wir ja schon, und 2022 abverkaufen würde.
Die schätzen 14 Millionen Einheiten in 2020. Und jetzt kommt 17 Millionen Einheiten dieses Jahr, also mehr als hier. Und das hier sind ja die Konsensschätzungen, die Gewinne, Umsätze, die beruhen auf Konsensschätzungen. Also VDB Kapital meint im Prinzip, dass hier die Umsätze sogar noch steigen sollten, denn von hohen Discounts habe ich auch nicht gelesen. Und dann aber im Jahr 2022, also hier nur noch in Anführungszeichen noch 19 Millionen Abverkäufe, ungefähr halb so viel nur noch wie im Jahr 2021, trotz Multiplayer. Okay, also es gibt aber also auch positive Stimmen und denen ist übrigens auch bewusst, dass sie über den Konsensschätzungen liegen. Das heißt, der eine sieht so, der andere sieht so und wie sehe es ich? Bei mir ist es immer, wenn ich an Aktien denke, ist die Aktie interessant, ist sie nicht interessant, ist ja immer ein Risiko-Chance-Verhältnis. Und ich habe einmal mich dazu geäußert gehabt, das war hier in dieser Aktienanalyse und das war hier, als ich CD-Projekt als Zockeraktie bezeichnet hatte, das war hier gewesen, dann ist sie erstmal gestiegen, dann ist sie gefallen, jetzt sind wir eben entsprechend hier. Und jetzt mache ich eine zweite Beurteilung, also das war meine erste, denn dazwischen habe ich zwar noch ein bisschen was erzählt, auch zu CD-Projekt, aber so explizite Schätzungen habe ich eigentlich nicht mehr gemacht. Und jetzt möchte ich halt nochmal was sagen, ob ich die Aktie für kaufenswert halte oder eher nicht. Stichwort Tenback. Oh, so, gucken wir noch mal. Aus meiner Sicht hat die Aktie definitiv weiterhin ein hohes Risiko, weil es ist ja immer noch nur ein Pony draußen auf der Wiese namens Cyberpunk 2077. Und ob CD-Projekt das Kind jetzt noch schaukelt oder nicht, das wissen wir nicht genau. Was wir aber wissen, das ist, wie teuer oder günstig die Aktie momentan bewertet ist. Und da habe ich mal ein kleines Sheet für euch gemacht und ich ziehe das auch gerne hier in den Sichtbereich für euch rein. Da seht ihr Folgendes. Wir haben uns hier mal ein paar Gaming-Aktien ausgesucht und ich habe hier das bereinigte KGV genommen. Und dann einfach mal geschaut, wie ist es aktuell, das ist also heute, basierend auf dem momentanen Kurs und dann das prognostizierte KGV-Konsensschätzung für 2023. Und da steht einfach nur drin, wenn es so kommt, wie die Analysten glauben, ob die Aktie dann günstig oder teuer ist. Wir sehen hier nochmal das, was die Analysten glauben. Also das wäre 2023, also deutlich weniger Umsatz als in den Jahren vorher. Aber ich würde schon sagen, in Summe sind das schon noch ordentliche Zahlen von den Konsensschätzungen her. Wir haben hier übrigens die ganzen Gaming-Aktien, habe ich mir mal einen kleinen Merkzettel gemacht. Ich möchte übrigens auch noch andere Gaming-Aktien analysieren, zum Beispiel Paradox Interactive in naher Zukunft. Was jetzt hier ganz interessant ist bei dem KGV-Vergleich, vorher noch, warum bereinigt das KGV? Weil das bilanzierte KGV gerade bei diesen Aktien teilweise stark verfälscht ist, unter anderem wegen Mitarbeiteroptionen oder Mitarbeiteraktien, die den bilanzierten Gewinn nach unten drücken. Aber das echte Bild, wie es jetzt gelaufen ist, unternehmerisch dadurch verzerren. Deshalb habe ich das bereinigte KGV genommen. Da sind auch dann Bereinigungen um steuerrelevante Positionen drinnen. Wenn wir uns das aktuelle KGV anschauen, erscheint CD-Projekt günstig bewertet zu sein mit einem KGV von 19. Jetzt ist es aber so, dass CD-Projekt, und das finde ich halt auch so interessant an dem Unternehmen, was fundamentale Analyse angeht, eine sehr atypische Entwicklung von Gewinnen und Umsatz hat, nämlich diese Wellenform. Das heißt, da geht es hoch und dann geht es, und das ist so prognostiziert und da ist man sich einig, nur dann geht es halt wieder nach unten die nächsten Jahre, genauso wie es hier gewesen ist. Und wenn wir uns irgendwelche anderen Aktien anschauen, hier diese Stillfront Group zum Beispiel, da seht ihr halt, da gehen die Umsätze ganz klassisch, so wie es sein sollte, von Jahr zu Jahr mehr oder weniger stabil nach oben. Und mit den Gewinnen sieht es dann ähnlich aus, die gehen auch nach oben. Bei Paradox vermute ich, ist es genauso. Jawohl, das seht ihr hier. Die Umsätze gehen nach oben, dann die Gewinne gehen nach oben. Und bei anderen Aktien wird es genauso sein. Hier Evolution Gaming und CD Projekt, da verhält es sich eben anders.
Dann wird diese Wellenform, es geht nach oben und dann geht es wieder ein paar Jahre nach unten. Ganz so, also erst kommt dieser Tsunami, dass es extrem stark nach oben geht und dann ebbt das Ganze wieder über die Jahre ab, bis der nächste Brecher quasi kommt, das nächste AAA-Spiel und dann das ganze Spiel wieder von vorne beginnt mit einem noch höheren Tsunami. Möglicherweise, das ist eben das Risiko, dass es nicht so kommt. Und momentan sind wir eben ganz oben beim Tsunami, das heißt, das Geschäftsjahr 2020 ist zu Ende. Wir hatten diesen Hype gehabt, wir hatten die hohen Abverkaufszahlen gehabt. Entsprechend haben wir jetzt einen relativ hohen Gewinn bei CD Projekt und dadurch erscheint die Aktie basierend auf dem heutigen KGV im Vergleich zu den Mitbewerbern in der Gaming-Branche günstig bewertet zu sein. Wenn wir jetzt aber in die Zukunft gucken, in die prognostizierte, dann sehen wir, dass, weil die Gewinnentwicklung rückläufig sein wird, und da gibt es jetzt keine Zweifel dran, und ich zeige euch das jetzt hier, da wären wir hier bei 2023, also es gibt keine Zweifel daran, dass in 2023 der Gewinn niedriger sein wird als in 2020, wie es genau auf dem polnischen Zloty dann ausfällt, das wird man sehen, aber auf jeden Fall ist es rückläufig. Insofern, auf den heutigen Aktienkurs bezogen, heißt das, wir werden ein höheres KGV haben. Und bei allen anderen Unternehmen ist es eben so, dass die Aktien günstiger werden mit bezüglich des KGVs auf den heutigen Preis bezogen. Nur CD Projekt wird teurer. Und wenn wir uns das berücksichtigen, oder wenn wir das berücksichtigen, dass CD Projekt eigentlich nicht günstig, sondern auf die Zukunft bezogen teuer ist, und weil wir nicht wissen, wie gut die Herausforderungen gestemmt werden, also ob CD-Projekt bei Cyberpunk 2077 noch die Kurve bekommt, einmal technisch und dann aber auch marketingtechnisch, ob dann der Abverkauf tatsächlich wieder anspringen wird, haben wir eben ein hohes Risiko. Auf der einen Seite eine teure Aktie, auf der anderen Seite noch ein hohes Risiko. Heißt für mich Chancen-Risiko-Verhältnis eher ungünstig. Für mich ist die Aktie deshalb kein Kauf. Es muss also irgendwas passieren im positiven Sinne. Am besten mehrere Sachen müssen auf einmal passieren im positiven Sinne. Wie ich euch schon sagte, Patch 1, 2, Downloadable Content, verstärktes Marketing, Multiplayer, Netflix-Serie. Das muss alles ineinander greifen, muss funktionieren. Wenn das funktioniert, dann kann sicherlich die Aktie auch wieder steigen. Wenn das nicht läuft, dann würde ich vermuten, dass wir hier erst am Anfang einer sehr langen Leidensstrecke sind, weil es ist halt nichts da, was Umsätze groß in großem Stil bringen kann, außer Cyberpunk 2077, und der nächste AAA-Titel ist noch weit, weit weg. Das heißt, wenn CD Projekt hier nicht die Kurve kriegt, dann sehe ich hier Kurse von deutlich unter 200 polnischen Zloty, also wirklich deutlich drunter. Sich jetzt genau auf den polnischen Zloty festzulegen, das wäre sowieso ein Glücksspiel, aber dann wäre hier definitiv noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann würde es euch so ähnlich gehen wie dem armen Nebendarsteller bei Sparta, einmal schreien und dann tief ins Loch runterfallen. Das wünsche ich dir natürlich nicht. Interessant wäre jetzt noch deine Meinung. Was glaubst du, welches Szenario wird passieren? Was ist wahrscheinlicher? Hältst du der Aktie die Treue? Schreib's unten rein in den Kommentar und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tenbagger!